Mein Name ist Bärbel van Doornik und ich bin in der Klimabewegung aktiv und vertrete ja heute die Initiative Ausgekohlt, die sich Ende letzten Jahres gegründet hat, aus Klimaaktivisten. Wir kämpfen gegen den Energiekonzern RWE und das rheinische Braunkohlerevier als größte CO2-Quelle Europas. Unbeirrt von Fukushima und dem menschengemachten Klimawandel hält der Konzern weiterhin an seinen atomaren fossilen Kurs fest. RWE besitzt immer noch zwei Atomkraftwerke in Deutschland, hält Anteile hier an der Urananreicherungsanlage in Gronau und plant jenseits der Grenzen sogar neue AKWs. Trotz eines lächerlichen Anteils erneuerbarer Energien von 3% gibt sich RWE als grüner Konzern. Wobei der noch amtierende Vorsitzende Grossmann immer wieder als Lobbyist gegen die Energiewende auf sich aufmerksam macht. RWE brachte aktuell das neue klimaskeptische Buch heraus, Die kalte Sonne, in dem die fachfremden Wissenschaftler Fahrenhold und Lüning die Folgen des Klimawandels relativieren. Anders ausgedrückt, sie befürworten den Bau weiterer Kohlekraftwerke und die damit einhergehende Zerstörung von Ökologie und Lebensgrundlagen weltweit. Wir wollen weder Atomstrom noch Kohlestrom, sondern generelle Energieeinsparungen und erneuerbare Energien. Wir wollen eine dezentrale, demokratische und soziale Energieversorgung. Starke Klimabewegung notwendig. Für eine wirkliche Energiewende müssen Anti-Atom- und Anti-Kohle-Bewegungen in Zukunft noch intensiver zusammenarbeiten. Wir müssen den großen Energiekonzernen unseren Widerstand entgegensetzen. Egal, ob diese mit der Atomindustrie zusammenarbeiten, AKWs betreiben oder neue Atom- und Kohlekraftwerke bauen wollen. Vor allem sollten wir uns in Zukunft nicht nur vor den Castor-Transporten querstellen, sondern auch bei Kohletransporten wie letzten Sommer die 12-stündige Blockade vom Klimacamp Aktivistinnen und Aktivisten bei Köln. Und wir sollten uns auch querstellen bei der RWE Jahreshauptversammlung am 19. April in Essen. Wir sollten den Aktionären der Großkonzerne zeigen, dass es uns gibt und dass wir mit ihrer Profitgier nicht einverstanden sind. Gemeinsam eine große Energiekämpfebewegung aufbauen. Wir können die Macht der Energiekonzerne brechen. Wir hoffen dafür auf tatkräftige Unterstützung von vielen Aktivistinnen und Aktivisten am 18. und 19. April in Essen. Wir stellen uns quer für eine atom- und kohlefreie Energieversorgung. Danke. Oder ob jemand das weiß. Danke an Klimabündnis. So, wir nähern uns langsam.